Bergentina in Afrika, Eisenbahnbetriebe und Straßenbaut, baut die USA auf Terrorismus. Norbert Nelte, führbarste Demokratie Republik. Am Beispiel China und der USA in Afrika lässt sich gut aufzeigen, wer in Zukunft im Kapitalismus das Sagen hat. Europa und die USA hatten in ihren jeweiligen Hinterhöfen dafür gesorgt, dass mit Hochzollpolitik bei den verarbeitenden Produkten für Afrika und Lateinamerika, dass diese Kontinente sich industriell nicht weit entwickeln konnten, um somit sie als billige Rohstofflieferanten ausbeuten zu können. Das Gleiche betrieben sie mit Asien. England und der Coup in China mit dem Opiumschmuggel von 1826 bis 1838, Chinas Moral und Wirtschaft. Nur damit China seine Märkte für britische Waren öffnet. Diese schon kriminelle Perfidie halten die Angelsachsen bis heute durch. China dagegen betreibt ganz cool seine Aufbaupolitik im Ausland weiter. China unterhält freundschaftliche Beziehungen zu allen Ländern, die auch unter dem Kolonialismus litten und haben schon sicher mehr in Afrika in 10 Jahren nachhaltig Betriebe aufgebaut. Wie Europa in der ganzen Kolonialzeit und dem folgenden Imperialismus zusammengenommen, bei den knapp 10.000 chinesischen Unternehmen, Zitat, waren bereits knapp 90% der Beschäftigten lokale Beschäftigte, also Afrikaner. Zitat Ende. Wolfram Elsner, das chinesische Jahrhundert, bis zu 10 Millionen Lohnabhängige arbeiten dort. 44% der Manager sind Afrikaner und dort wird auch für Aus- und Weiterbildung gesorgt. Zitat: Ein Drittel der Unternehmen haben bereits neue Technologien ins Land gebracht. Eben da 400.000 Afrikaner studieren in China und 160.000 Afrikaner haben bereits einen chinesischen Hochschulabschluss. Also wir sehen, es geht China nicht darum, schnelles Geld zu machen, sondern Afrika nachhaltig zu entwickeln und es als gleichberechtigten Handelspartner zu gewinnen. Europa betrachtet Afrika aber immer noch als Müllkippe, Resteverwerter und billiges Rohstoffland. Der Deutschlandfunk kann aber Chinas Engagement in Afrika nur so verstehen, wie Deutschland selber in Afrika aussah und meint entsprechend, Zitat, neues Kolonialherrentum, Titelzitat zu Ende. Aber bitte, Chinas Engagement in Afrika hat die deutsche Wirtschaft jetzt immerhin schon dahin geführt, dass Volkswagen jetzt auch ankündigte, in Afrika 2 weitere Werke zu bauen. Und der Oberimperialist, er ist schon so weit am Ende, dass er nur noch in der Lage ist, Terror zu machen. Um seinen Terror in Nigeria zu erklären, muss man weiter ausholen. Zitat der Einleitung
aus dem Artikel Imperial Destabilisierungskampagne auch in Nigeria von Efling P. Reginald Mabangira aus Telaxcala. Einleitend konstatiert der Autor, dass dank WikiLeaks die US-Botschaft in Nigeria bereits als Basis für weitreichende Subversionsakte im Lande identifiziert wurde, was natürlich das Abhören der nigerianischen Regierungsmitglieder einschließt und auch Finanzspionage führender Nigerianer sowie die Unterstützung und Finanzierung subversiver Gruppen und Erpressung führender Politiker, damit sie im Interesse der USA handeln. Zitat Ende. 1981 gründete die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Link 2, das in Senegal, Gambia, Mali, Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger und Nigeria. Sie bilden die multinationale Streitkraft ECOMOC. Die ECOMOC intervenierte in drei bewaffneten westafrikanischen Konflikten: im liberianischen Bürgerkrieg, im Bürgerkrieg in Sierra Leone und im Bürgerkrieg in Guinea-Bissau. Natürlich wird die ECOMOC von dem weitaus größten Land Nigeria dominiert. Zitat: In dem WikiLeaks-Dokument wird auch nicht unerwähnt gelassen, dass Nigeria den südafrikanischen Ländern in den 1970er und 80er Jahren bei der Befreiung beistand. Zitat Ende. Um den Einfluss von Nigeria und ganz besonders von China zu begrenzen und den traditionellen Einfluss von Großbritannien, Frankreich und der USA, besonders in Liberia, zu schützen, gründete der CIA unter George W. Bush Jr. in der amerikanischen Botschaft in Abuja, Conakry, die mithilfe des CIA arbeitslose, junge, verwirrte islamistische Jugendliche anheuerte und sie auf speziellen Basen zu Terrorgruppen ausbildete, um nigerianische Politiker zwecks Erpressung abhörte. Zitat: Saudi-Arabien hatte libysche sogenannte Rebellen ausgebildet, die wiederum malische sogenannte Rebellen und diese wiederum Boko Haram-Rebellen ausbildeten. Zitat Ende. Also ist wieder das ganze Verbrechergesindel dabei. Wie können so unerfahrene, arbeitslose, junge, verwirrte, islamistische Jugendliche ganz Nigeria in Schach halten? Wieso gelingt es nicht, den nigerianischen Streitkräften Boko Haram vor Gericht zu bringen und den Spuk zu beenden? Weil die Politiker, die die USA erpresst, vor ihr immer noch stramm stehen. Wie vor dem Gottkaiser. Dabei sind die Vereinigten Staaten nur noch ein Häufchen Elend. Zwar noch mit dicken Backen, aber mehr auch nicht.